Ja, auch so wie so eine Rohrpost einfach nach unten Nur wie zerrissen. schafft. Kannst du irgendwie die Tür benutzen an der Vorderseite? Geht er dann dahin? Das kann ich von hier aus nicht erreichen. Ich kann die Tür von hier aus nicht erreichen. Aber das Ding ist, hier ist der Aufzug drin, der uns hier nach oben Ja, führt. genau. Es ist ein Bachstelzenkostüm. Ich glaube, weder Ort noch Zeit sind richtig. Aha. Wahrscheinlich müssen wir uns irgendwann als, keine Ahnung, was das ist, Blaumann-Mechaniker oder so verkleiden. Ja. Tools haben wir ja. Diese Dinge kann man nicht zusammen benutzen. Ja, ich sehe da keinen Sinn, jetzt irgendwas zu verbinden. Wir haben ja noch einen anderen Ort, den wir besuchen können. Das können wir ja mal machen. Ja. Vielleicht klärt sich dann einiges. Speichern wäre jetzt mal auch nicht schlecht. Tram, Museum. Museum? Museum war der Raum da unten oder was? Ja. Mit dem unglaublich sympathisch wirkenden Typen. Mit dem Deutschlehrer. Nee, der Deutschlehrer, der war ja. Der sah ein bisschen netter aus. So, wir haben jetzt unten rechts noch was. Haben wir sonst noch was? Nee, ne? Ne. Oh Gott. Was für eine Perspektive, ey. Vor allem, dass die mit den Autos immer direkt bis kurz davor halt fahren und allen anderen den Weg versperren. Wo kommt der denn jetzt her? Keine Ahnung. Ist schon vorgerannt. Ah, warte. So. Ah, Was ist das? das ist so ein Teleskop-Ding. Mach das mal mit der Pranke. Das war so klar. Nur was machen wir damit? Diese Dinge kann man nicht. Okay, ja, damit können wir wahrscheinlich das Garn abzupfen, Ach oder? so, ja, das ist möglich. Aber das war klar, dass man das kombinieren muss. Das war irgendwie. Das war irgendwie so Adventure-Logik, logisch. Ja. Er ist echt widerwärtig. Geht's noch weiter Ich nach kann links? meinen Blick nicht von ihm abwenden. Ey, wieso rotzt der? Guck mal, ey. Guck mal, hier sind so. Der spuckt einen direkt vor die Theke hier. Guck mal eben kurz, ob man hier Ja. irgendwie. Pro Shop. Okay. Gibt's hier noch. Nee, hier gibt's nichts Muss mehr. man vielleicht Minigolf gewinnen und irgendwie immer bessere Schläger oder so kriegen? Weiß ich nicht. Quietschente. Hallo. Es geht mich ja nichts an. Aber was brachte dich darauf, Alligatoren und Golf zu kombinieren? War nicht meine Idee. Ich arbeite Tatsache nur ist, dass hier. das hier mal ein Minigolfplatz war. Dann damals, 89, überflutete der Sumpf die Anlage, samt Windmühlen und dem ganzen Kram. Und dann saß ich da mit einem halb unter Wasser gesetzten Minigolfparcours inklusive 6 Meter langen Alligatoren. Ich hasse es, wenn so etwas passiert. Das brauchst du mir nicht zu erzählen. Also baute ich den Parcours in einen Übungsplatz um. Okay. Ich frag dir mal nach diesen Greifzange. Weißt du, was das hier ist? Bis ich mir eine neue besorgt habe, muss ich die Golfbälle selber aus dem Wasser fischen. Ist das nicht gefährlich? Seine Hände. Sieh dir das an! Ja, habe ich gerade auch schon gesehen. Okay, Ich voll habe so kaputt. einen Drang, mir eine Tasche zu kaufen. Ich hoffe für dich, dass das nicht der Anfang eines Witzes war, Stadtjunge. Stört, Junge. Welches Handicap schafft hier der durchschnittliche Yeti? Yeti? Fang mir bloß nicht mit Yetis an. Oh, Vater lieber hat sein. Yeti. Er war meine Hauptattraktion. Ich fange an, einen roten Faden in der Geschichte zu sehen. Und was hat mir das eingebracht? Zehner und Zwanziger? Nein. Lieber. Er rannte Moment. davon. Hat ihm jemand geholfen? Nun. Jemand muss ihm den Schweißbrenner gegeben haben, den er brauchte, um sich von seinen Knöchelbändern zu befreien. Hast du gesehen? Knöchelbänder? Okay. Ein paar Warte. Ketten. Hast du gesehen, was für einen wabbelnden Arm Ja, der da hatte ich hat? gerade auch sagen, voll die schwabbelnde Unterarmwelle Boah. da. Was hältst du von Conroy Bumpus? Wahrscheinlich jetzt Conroy gleich wieder. Bumpus. Er ist mein Idol. Ich habe all meine Kinder und Haustiere nach ihm benannt. Ich habe ihm zu Ehren einen Altar aus Bierbüchsen in der Garage errichtet. Ich lebe nur für den Tag, an dem ich ihm leibhaftig begegne. Warum fragst du? Nur so.
Er soll uns doch mal den Wabbelarm zeigen. Der ist... warte mal. War das hier? Zeig den Wabbelarm! Das hier müsste doch bei den Jugendlichen gut ankommen. Das tat es auch. Bis wir dieses Problem mit dem Kind der Jenkins bekamen. Das Gericht zwang mich dazu, meinen besten Alligator einzuschläfern. Nun, was kann ich für euch tun? Nix. Ich glaube, wir sind durch. Wahrscheinlich hebt er gleich zur Verabschiedung ab. Er ist aber auch so ein Typ, der irgendwie mit, wie heißen die, Hillbilly und... Geh nicht weg. Wo sollte also ich hingehen? Die letzten Hinterwäldler so, ne? Ja, ja, klar. So. Dann gehen wir mal hier runter, ne? Das, der Bereich des Zaunes war zum Glück auf einem Wall, also auf einem Hügel... Komplett. Max, lass uns gehen. Wobei, das sieht ja eher mehr aufgeschüttet aus. Der Geschäftsführer weiß nicht, was mit diesem Yeti passiert ist. Das hat er gesagt, Mr. Bumpus. Weißt du, Lee Harvey, ich fange an zu glauben, dass ungeheure, unsichtbare Kräfte mich an meiner Mission hindern wollen. An sowas denkte ich auch schon. Denkte vor allem. Denkte? Hey, guck mal, es sind diese, wie war das nochmal, Sam? Neandertaler? Ja, Neandertaler. Was bist du überhaupt? Präsident des Haarclubs für kleine Leute? Das ist Mr. Conroy Bumpus, berühmter Country-Western-Star. Ihr solltet ihm besser etwas mehr Respekt entgegenbringen. Für mich sieht er wie ein schmieriger Zuhälter aus und ich wette, seine Glatze juckt ganz fürchterlich unter dem schlechten Haarteil. Vielleicht solltest du mal in den Spiegel schauen, du Fusselhintern. Ja? Ich glaube, ich habe mehr Haare an meinem fusseligen Arsch als du auf deinem heiligen Country-Kopf. Okay, das ist genug. Niemand macht Witze über mein Haar. Halt still, du räudige Polarkatze! Viel Spaß, Boss. Hui. Was für ein Arsch. Aber trotzdem, netter Schlag mit dem Fünfer-Eisen. Ich habe Angst, Sam. Okay. Was müssen wir denn jetzt machen? Ich weiß es. Und zwar müssen wir... Ein Eimer? Nee. Die Eimer austauschen. Haben wir den, jetzt habe ich gar nicht geachtet, haben wir jetzt den anderen Eimer im Inventar? Ja. Ah. Oder vielleicht brauchen wir den nochmal für was anderes. Und jetzt müssen wir soweit, das ist nämlich das, so ein kleines Ding, woran ich mich erinnern kann. Oh, ich habe eine Fahne als Cursor. Und zwar müssten wir hier so eine Art Steg bauen aus den Navigatoren. Guck mal, das erinnert mich total an Monkey Island. Ist das eins? Ja, ne? Monkey Island 1. Eigentlich Monkey Island allgemein, weil das ist der Affenkopf auf Monkey Island. So, und jetzt? Geil, wie er seine Krawatte auch hinten... Ob das so richtig ist? Weiß ich gerade nicht. Der ist auf jeden Fall immer ein Stück weiter geschwommen, wie wir jetzt gerade gesehen haben. Mal gucken. Ich denke mal, wir haben unendlich Munition. Ja, ja. Was ist das denn für ein Scheiß? Kannst du nicht mal hier... Batsch, du triffst mich nicht! Ich bin mal dafür, dass du genau so eine Fahne auf Sam, auf Max setzt. Ah, der ist richtig. Ich mach mal hier hin. Vielleicht schwimmt er dann dahin. Ist es, schwimmt ein Stück, aber der kann halt nicht bis zum ganz zum Ende, dreht sich um und schwimmt dann noch ein Stück zurück. Aber wie exakt der trifft, ne? Ist ja auch ein Wunderwerk, wie exakt der trifft. Ja, ne? Oh, super. Mach nochmal ein bisschen weiter, genau. Das taucht wahrscheinlich die andere ab, weil ein Pixel zu tief. Ja,
Wie auch die anderen Alligatoren links und rechts bei Swing und Quit, ne, da. Ja. Verdammt. War ja sowas von klar. Dass der Pixel zu tief war. Edgy Badge, du triffst mich nicht! Oh. Ich glaube, der dritte von unten ist richtig. Der unter dem Loch Ness-Vieh. Ja. Der ist, denke ich mal, auch richtig. Oh, hier so? Swing, muss man noch drücken. Ja, das ist ein bisschen langwierig. Was mir aufgefallen ist, bei dem Bereich vorher, wo der schöne, fette Wabbeltyp stand, sah die Windmühle noch ein bisschen anders aus. Weißt du, wie die aussah? Nee. Hier sieht man ja hier schön, dass sie immer so, ja, gleichmäßig ist. Ja. Musst du mal gleich drauf achten, wie die aussieht. Total krumm und schief. Mach nochmal dahin. Nochmal da einfach nur swingen. Das stimmt ja wahrscheinlich zurück. Ist jetzt die Frage, ab wann geht der automatisch, wenn alles richtig ist? Oder können wir irgendwann sagen, hier bitte quitte? Ich weiß es nicht. Ah, okay. Okay, jetzt den untersten noch. Musst du einfach nur die Richtung ändern. Die sehen auch total nett aus. Ich weiß nicht, was der Typ da sich da für Probleme einhandelt, wenn er da die Fische rausholt. Was? Komm mal, dann machen wir mal hier. Bestimmt total falsch. Ja. Ich finde ja den Clown so ein bisschen, den finde ich gruseliger als den Totenschädel und den Affenkopf da hinten. Ist irgendwie überhaupt was passiert? Wahrscheinlich. Ne. Hä? Habe ich jetzt gar nicht bewusst erlebt, dass da überhaupt was geflogen ist. Jetzt quit. Du hast einen Weg über den Parcours gefunden. Ja, habe ich. Wie? Und ich muss dahin? Der kann auch einfach raushüpfen. Mann, das hat aber auch lang genug gedauert. Sei still, Max. Ich hasse diesen Sport. Vielleicht, weil du ein lausiger Golfer bist? Du bist heute ein nervendes kleines Karnickel, was? Ja, warum setzt du dich nicht in diese stinkende Kabine, während ich auf wehrlose Fische einprügle? Vielleicht sollte ich dich einfach dort drinnen lassen. Habe ich schon erwähnt, was für ein lausiger Golfer du bist? Leck mich, Sam! Okay. Oh Gott, jetzt müssen wir den nochmal rauskriegen. Gibt es was, was man dabei, auf jeden Fall dabei hat? Ja, hier den Greifer mit der Pranke gegebenenfalls. Kann man damit die Tür öffnen? Was kann man hier überhaupt angucken und öffnen? Diese Dinge kann man nicht zusammen benutzen. Drück nochmal den Knopf. Diese Dinge kann man nicht zusammen benutzen. Das kann ich nicht aufheben. Hey, lass das! Ja, guck mal einfach mal, ob man das aufmacht. Achso, ja, okay, einfacher als gedacht. Oh, da ist eine Tür aufgegangen. Hey, was ist denn da los? Hey, was? Ich habe noch ein Büschel Yeti-Haare in der Kabine gefunden. Während ich mein junges Leben wartend verschwendet habe, konnte nur da sitzen. In dieser schrecklichen Kabine. Warten. Oh, Max, hör auf damit. Okay. Hier, du trägst das. Das mache ich. Ich bin mir nicht sicher, wo du das aufbewahrt hättest. Das noch Büschelhaar. Büschel. Noch mehr Büschel. Komm, warte mal. Hier, packen wir zusammen. Sortieren wir mal unser Büschel. Aber das gucken wir auch einmal an. Das ist ein Haufen ausgeblichener Yeti-Haarbüschel. Würde sich in einem Bilderrahmen gut machen. Öffne mal die Tür, die sich da jetzt aufgetan hat. Hallo. Geh mal aus dem Bild.
Ah. Das ist eine Schneekugel vom geheimnisvollen Wirbel in Gullwomp, Washington. Neues. Schau. So schade, dass sie leer ist, sonst hätten wir sie schütteln können. So wie jetzt? The Mystery Vortex. Genau. Er schüttelt nicht, er schüttelt die Welt. Der Schneekugel. Für Elmo den Yeti. Bleib am Ball. Shavul, der Maulwurfmann. Hey, vielleicht befindet sich Shavul beim geheimnisvollen Wirbel. Lass uns schnell dorthin fahren, bevor mich wieder irgendetwas ablenkt. Shavul. Ah, okay. Hier, die Mühle oben links. Ja, stimmt, total verkorkst. Total. Die funktioniert so nie. Ja. Und da sind wir wieder zurück. Und diesmal haben wir wieder gewechselt. Yay. So, der Basti spielt wieder. Ich habe die Kontrolle. Was wollten wir machen? Genau, es ist ein neuer Ort, glaube ich, auf der Karte erschienen. Ne? Genau, wir haben jetzt diese Schneekugel gefunden. Die ich meine, wir müssen noch irgendwas mit den Magneten machen, ey. Ja, wir werden es ja sehen. So, dann benutzen wir mal unsere Karre. So, was hat sich denn aufgemacht? Hier oben links. Ja. Das ist das Einzige, wo wir eigentlich noch offene Sachen haben müssten. Und halt da, wo wir noch nicht weiterkommen. Ja, klar. Es gibt aber auf jeden Fall, glaube ich, noch... Boah. Meine Ohren anzuklingeln. Das ist vielleicht nur die Metallplatte in deinem Kopf. Es gibt bestimmt noch ein oder zwei Orte auf der Karte, die noch nicht erschienen sind. Ja, ja, bestimmt. Alter, was ist das hier für ein Gebiet? Tja, wer weiß schon, warum diese leblosen Gegenstände diese infernale Polka tanzen? Ich weiß es, ich weiß es. Ich glaube, sie werden von Riesenmagneten unter der Erdkruste kontrolliert. Du bist ein ignoranter Wicht, Max. Okay. Mein Gott, ein besessenes Plumpsklo. Das wäre nicht passiert, wenn sie fest installierte Toiletten gehabt hätten. Echt mal. Okay, hier sind wir also beim Mystery Vortex, was auch immer das ist. Sieht an sich erstmal so aus wie... Ja, das fließt nach oben. Okay. Kann er nicht beobachten. Der geheimnisvolle Wirbel. Aha. Yeah. Was ist das hier? Das sieht auch irgendwie wie eine Person aus, finde ich. Das ist irgendeine Statue. Kann man aber nicht angucken. Wir gehen mal rein. Die Musik. Guck mal, wie? Geh noch mal raus, wenn es geht. Wie hier unten, das musst du jetzt natürlich mit der Maus da bei der Kiste. Oh ja. Wo der Stuhl auch. Das Interface ist unter dem Raum. Die Treppe. Die Treppe! Oh, wir werden auch kleiner. Das ist eine sehr kleine Tür. Wie Max auch so schrumpft. Tür. Was? Ja, der schrumpft und wird wieder größer. What? Oha. Oh, wir werden auch kleiner. Ja, wir haben ein völlig verkorkstes Skalierungssystem. Okay, da ist ein Spiegel. Kann man was mit dem Spiegel machen? Wir schrumpfen. Wir benutzen den Spiegel. Wo kommt ein Entengeräusch her? Ah. Schnell wieder groß skalieren, dass die Animation stimmt. Ich sagte doch, dass dieser Platz von Riesenmagneten unter der Erdkruste gesteuert würde. Pure Vermutung. Okay, wir haben hier Magnete. Sind das nur die zwei, die wir jetzt sehen, oder geht's rechts noch weiter? Kann man... Rot. Jetzt kann man bestimmt durch die rote Tür. Oder? Das nehme ich jetzt mal so an. Kann das sein, dass hier vielleicht erstmal alles so ganz mysteriös ist und so? Ah ne, guck mal, es fliegt noch alles. Ich dachte, jetzt haben wir es vielleicht ausgestellt. Aber... Jetzt skalieren wir richtig. Geh mal zur roten Tür. Nee, wir schrumpfen. Geh mal zur roten Tür. Jetzt weiß ich aber nicht, ob die schon vorher offen war. Das ist rein Vermutung. Nee. Und hör auf, deinen Kopf umzustülpen, Max. Ich kann nicht. Lass uns gehen. Oh. Da passe ich niemals durch.
Benutzen wir mal die Treppe. Hey, allwissende Billardkugel. Werden Max und ich ewig zusammen sein? Das ist sehr nett von dir, Sam, aber frag sie lieber etwas Wichtiges wie, wann bekommen wir unsere nächste Mahlzeit? Okay, wir können mit ihr sprechen. Lügst du? Keine gute Aussicht. Aha. Frag noch mal andere Sachen. Fragezeichen und Ausrufezeichen. Werden wir hier diese sinnlose Rätsel lösen? Ja, definitiv. Hört sich an wie seine Stimme, nur mit einem Echo, ne? Hey, was ist hier mit der Skalierung? Von allen Dalieskan Touristenfallen in der Welt mussten wir natürlich in diese geraten. Ich weiß nicht, ob wir hier nochmal durch müssen. Ich habe jetzt einfach mal den Schalter umgelegt. Ja. Was ist? Das ist ein völlig unbrauchbares Ding. Was ist denn das? Eine Pfütze, die schwebt. Denke ich mal. Ja, es war eine Pfütze. Ja, man sieht hier den Schatten. Ich komme nicht an die Türklinke. Ich komme nicht an die Türklinke. Dann geh mal wieder in den Spiegel rein. Warte. Und einen Vorhang haben wir da hinten auch noch. Boah. Ah, jetzt geht's schneller. Ich komme nicht an die Türklinke. Das ist ein völlig unbrauchbar... X! Die Gravitation hat Urlaub genommen und ihr Gepäck verloren. Das ist noch nichts verglichen mit dem, was ich gleich Bigfoot. Ich glaube, ich muss mich übergeben. Druntergeben. Was auch immer.